In einem bekannten Lied heißt Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Und in meinem Leben war und ist Gott und Gottes Ruf schon immer gegenwärtig gewesen, einmal mehr und einmal weniger zu hörbar. Ich bin in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen. Wir sind sonntags immer in die Kirche gegangen und wir haben auch immer den Rosenkranz zusammen gebetet. Der liebe Gott wollte mich wahrscheinlich immer schon in seiner Nähe haben. Ich bin auch gerne mit meiner Mama zum Beispiel auf Wallfahrt mitgegangen und war sonst auch immer gern bei der Heiligen Messe dabei, Ministrantendienst. Es hat mir einfach große Freude bereitet. Als ich dann in die weiterführende Schule gegangen bin, wurde ich auch das erste Mal mit einem Jugendgebetskreis, kam ich mit einem Jugendgebetskreis in Kontakt und habe dort wirklich auch die Freude am Glauben erlebt und diese tolle Gemeinschaft, diese liebevolle Atmosphäre. Und es hat mir auch total viel gegeben. Und ich bin dann auch das erste Mal nach Salzburg zum Pfingstfest mitgefahren und es war wirklich ein atemberaubendes Erlebnis. Und da hatte ich auch eine tolle Bekanntschaft mit einer Schwester, die das war auch wunderbar, weil da bin ich gerade beim Essen angestanden. Hinter mir und vor mir waren wildfremde Leute. Auf einmal dreht sich die eine Schwester um und spricht mich an. Und da kommen wir einfach ins Gespräch und haben E-Mails ausgetauscht. Als ich eine Ordensperson gesehen habe, haben die immer was Besonderes ausgestrahlt und die haben mich auch irgendwie angezogen gefühlt. Und nach dem Pfingstfest ging einfach die Schule weiter. Mein nächstes Ziel war jetzt einfach die Abitur und da habe ich mich jetzt dann auch vollkommen darauf konzentriert. Währenddessen war ich natürlich auch auf der Suche nach der Erfüllung einfach, der Erfüllung, der Sinnerfüllung des Lebens und habe das auch in Sachen wie Fortgehen oder auch in Essen, ich habe auch leider maßlos gegessen und einfach die Sachen, diese Sehnsucht zu stillen versucht mit Irdischen. Und das war immer so, ich habe das zwar gemacht, aber im Nachhinein habe ich mich dann irgendwie leerer und unerfüllter gefühlt als zuvor. Und war eben auf der Suche und habe dann Gott sei Dank einen Priester getroffen, bei dem ich auch beichten konnte. Und im Laufe der Beichte eigentlich gemerkt habe, dass in meinem Herzen so ein Loch ist, das von nichts Irdischem, von keinem irdischen Gut gestillt werden kann, auch nicht von einem Mann. Und habe dann auch gewusst, es war mal klar, dass es nur Gott sein kann, der dieses Loch, diese Sehnsucht füllt. Und dann war es eigentlich auch klar, also es war für mich klar, dass ich ins Kloster gehe. Als die Entscheidung gefallen war, dass ich ins Kloster gehen möchte, war die Frage, wohin? Da ist mir die Auerbacher Schulschwester wieder eingefallen und dann habe ich mit ihr wieder einen E-Mail-Kontakt gesucht. Sie hat natürlich noch nichts von meiner Entscheidung gewusst, aber sie hat mir angeboten, einfach mitzuleben im Kloster und verschiedene Praktika zu machen, dass ich mich beruflich orientieren kann, weil ich stand ja auch nach dem Abitur. Und als ich hierher kam, war es so, als würde ich nach Hause kommen. Es war im Kloster so eine wundervolle Atmosphäre und ich habe mich so wohl gefühlt und wollte eigentlich gar nicht mehr weg. Deswegen habe ich mich dann auch bald darauf entschieden, um die Aufnahme in die Kandidatur zu bitten. Und war wirklich total happy, total glücklich. Es war für mich auch nicht schwer, dass ich das meinen Eltern sage, denn als ich zu Hause war, habe ich mich insgeheim schon wieder auch gesehnt, nach Auerbach zurückzukehren und hatte auch diesen tiefen inneren Frieden, dass hier wirklich der Platz ist, wo ich bleiben darf und wo ich bleiben möchte. Hier in Auerbach erfüllt sich einfach, was ein Psalmwort sagt. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel des Herrn. Mein Herz und mein Leib jauchzen ihm zu, ihm dem lebendigen Gott.